Heute sind wir zu Gast bei Karin und Albert Sturm, die sich seit fast 10 Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderung in Mönchengladbach engagieren. Seit einigen Jahren auch im VdK. Mit dabei ist heute auch der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Mönchengladbach, Werner Knorr. Der Knorr ist hauptsächlich im Thema Inklusion engagiert, ist für ihn eine hohe Priorität. In den Ratssaal Abtei kommt man nur über eine lange Treppe, für Rollstuhlfahrer also eine unüberwindbare Barriere. In der Sitzung des Finanzausschusses am 19. Februar wurde erklärt, dass man doch ohne weiteres in der Lage sei, einen Rollstuhlfahrer die Treppe aufzutragen, damit auch solche behinderten Menschen an einer Sitzung oder einer Veranstaltung teilnehmen könnten. Es würden sich sicherlich genügend starke Männer finden, die sich daran beteiligen wollten oder daran beteiligen würden. Herr Sturm, wie haben Sie das aufgenommen? Es fielen Worte wie Treppenweg, Show oder sogar Diskriminierung. Also ich würde das nie so ausdrücken. Es war ein befremdendes Gefühl, gepaart mit einer gewissen Portion Unsicherheit oder sogar Ängstlichkeit. Vielleicht würde ich das heute nicht mehr so wollen. Der Versicherungsaspekt mal außen vor gelassen. Wir leben doch in Deutschland. Da sollte es doch möglich sein, andere Lösungen zu finden. Es kann nicht ernst dies als Zukunftsmodell angesehen werden, dass vor jeder Sitzung ein oder mehrere Transporte vorzunehmen sind, um öffentliche Sitzungen barrierefrei erscheinen zu lassen. Mag sein, dass nach dem angekündigten Raumkonzept andere Lösungsansätze in den Vordergrund kommen, aber das zeigt auch, dass barrierefrei gestalten nicht zu den Kernaufgaben einer Stadtverwaltung MG aktuell gehört. Ich kann mich dann täuschen, aber in der Außenwahrnehmung stelle ich das leider fest. Herr Sturm, und bezogen jetzt auf diese Veranstaltung, warum sind Sie dann überhaupt dahin gekommen? Karin und ich wollten uns einmal vor Ort ein Bild machen, wie barrierefrei die Situation sich in Rathaus Abtei darstellt. Und die beste Gelegenheit war eine Woche später, und zwar in der Sitzung des Hauptausschusses. Wir wollten hin, weil das Thema Barrierefreiheit auf der Tagesordnung stand. Wir sind dann mit einem speziellen Rolli-Taxi nach Gladbach gefahren, weil Albert sich ja nur mit einem E-Rolli fortbewegen kann. Und wie ging es dann weiter? Ich bin dann mit Werner Knorr nach oben gegangen und habe Herrn Dr. Schlegelmilch angesprochen, er möge uns doch bitte erklären, wie er sich das vorstellt, einen Rollstuhlfahrer in den Sitzungssaal zu bekommen. Daraufhin organisierte er sofort ein paar Leute, rief die Männer zusammen, alle waren freundlich und zeigten sich auch hilfsbereit. Wobei ich sagen muss, mir war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass Albert dabei irgendetwas passieren könnte. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ein mulmiges Gefühl befiel mich schon bei der ganzen Sache. Davon ausgehend, dass ich schon ein Schwergewicht bin, kam der Rollstuhl noch als erschwerendes Element dazu. Die Sicherheit der körperlichen Versehrtheit in fremde Hände zu lassen, war schon gewöhnungsbedürftig. Aber es ist ja alles gut gegangen. Aber Sie hätten doch Nein sagen können. Ich war gefangen von dem Gedanken, an dieser Sitzung teilzunehmen. Ohne ernsthaft an mögliche Gefahren zu denken, ließ ich mich auf das Abenteuer ein. Wie haben Sie die Situation empfunden? Naja, sie war wirklich so skurril, wie die Rheinische Post nach der Finanzausschusssitzung schon geschrieben hatte. Ich hätte nicht gedacht und nicht erwartet, dass Politiker nur um die Aussagen im Ausschuss zu erfüllen, so weit gehen würden. Herr Sturm, Sie wurden aus Ihrem Rollstuhl in den Besucherstuhl gesetzt. 4 Ausschussmitglieder
trugen daraufhin den E-Rolli nach oben. Dann wurden sie mit dem Besucherstuhl nach oben getragen und dann wieder in den Rollstuhl gesetzt. Was war das denn für ein Gefühl? Wer A sagt, muss auch B ertragen. Ach, tragen mussten die andere. Aber angenehm war die ganze Aktion, für mich aber nicht. Das ist typisch Albert. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. An dieser Stelle, auf Facebook wurden unter anderem Vermutungen angestellt, sie seien vorgeführt worden, Herr Sturm, benutzt worden. Solche Begriffe sind da gefallen. Das ist alles Unsinn. Meine Behinderung mache ich zum Ausgangspunkt meines Handelns. Für mich gilt nach wie vor Information vor Provokation. Mein selbstbestimmtes Handeln ist der Mittelpunkt. Niemand kann mich zum Werkzeug machen, auch wenn es der Sache dienlich wäre. Für Fehleinschätzung mancher Akteure kann ich ja leider nichts. Aber lassen Sie mich noch eines am Rande bemerken. Ich habe bei der ganzen Sitzung vermisst, dass Frau Dörte Schall sich zum Thema barrierefrei positioniert. Aber Fehlanzeige, schade eigentlich. Ja, kann ich nur bestätigen, was der Albert sagt. Und ich weiß, wovon ich rede. Schließlich sind wir seit 34 Jahren verheiratet. Da kennt man sich. Herr Knorr, auch Ihnen, also dem VDK, auch wieder auf Facebook und in einer Mönchengladbacher Tageszeitung wurde vorgeworfen, dass Sie, also der VDK, zynisch seien und man habe sich für diese Aktion fremdgeschämt. Haben Sie, also der VDK, Herrn Sturm zu irgendwas benötigt? Nein, ich kann Albert nur bestätigen, der lässt sich nichts aufzwingen. Und ich finde es auch sehr schade, dass bei den Rollstuhlfahrern, bei den behinderten Menschen, die Bereitschaft, mit diesen Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen, aus verständlichen Gründen so gering ist. Man muss auch nicht, denn als gewählter Vertreter für Behinderungen haben er und Karin ein feines Gespür dafür, wo Rechte von Behinderten aus welchen Beweggründen auch immer missachtet und ignoriert werden. Wenn er und seine Frau Karin zweimal in der Woche in unserem City-Treff in Reit Kontakt mit behinderten Menschen und deren Angehörigen haben, auch wenn sie nicht VDK-Mitglied sind, dann bekommen sie vieles mit, wovon unsere Politiker im wahrsten Sinne des Wortes keine Ahnung haben. Und die Begriffe zynisch und fremdschämen kann ich nur zurückgeben. Wenn ich manche Politiker, ganz besonders hier in Mönchengladbach, von Inklusion und Barrierefreiheit erlebe, das jetzt schon seit mehreren Jahren, dann treffen zynisch und fremdschämen wirklich zu. Ich käme aber nicht auf den Gedanken, diese Vokabeln zu verwenden. Und dann war da noch zu lesen, die Grenzen des Anstandes, ich zitiere, die Grenzen des Anstandes und des guten Geschmacks seien überschritten worden. Ach, wissen Sie, da hat wahrscheinlich jemand etwas absondern wollen, damit er auch wieder mal in Erscheinung tritt. Nach meiner Überzeugung ist das dummes Zeug. Frau Sturm, kommen wir nochmal zurück zur Hauptausschusssitzung. Sie haben ja da 2,5 Stunden ausgeharrt. Ja, das war eine lange Zeit und was wollten wir auch anders machen? Der Punkt, der uns wirklich interessierte, kam ja auch erst zum Schluss. Und das war auch für Albert sehr belastend. Wir können uns also auch glücklich schätzen, dass er nicht auf die Toilette musste. Diskriminierend fand ich, dass die Damen und Herren von CDU und SPD nicht damit einverstanden waren, ausnahmsweise den Tagesordnungspunkt nach vorne zu holen und partout auf die Reihenfolge bestanden. Wenn ich die Begriffe, die eben gefallen sind, also zynisch, Fremdschämen, Anstand und guter Geschmack aufgreifen darf, dann trifft das genau auf dieses Verhalten zu. Das muss man sich mal gut merken. Das passt aber ins Bild. Lassen Sie mich auch das noch sagen. Wenn ich dann auch noch lese, dass ein Schreiberling für die Politiker Mitleid empfand, weil sie doch vom VDK genötigt worden seien, Albert Sturm die Treppe hochzuwuchten, dann kann ich nur sagen, niemand hat die Politiker gezwungen, einen Rollstuhlfahrer hochzutragen. Dazu haben sie sich selbst genötigt. Abschließend, Frau Sturm, aus dem, was bisher gesagt worden ist von Ihnen und Ihrem Mann, trotzdem nochmal ganz konkret die Frage, würden Sie es nochmal versuchen, im Ratssaalabteil an einer Veranstaltung teilzunehmen? Also ich sag mal, unter solchen Bedingungen
Ich glaube, und da spreche ich auch sicherlich für Albert, Sie sehen, Albert nickt, auf keinen Fall. Und das würde ich auch keinem anderen Menschen mit einer Behinderung empfehlen. Hörgeschädigte können mangels geeigneter Technik nichts verstehen. Blinde können zwar hören, aber wenn etwas gezeigt wird, auch nichts mitbekommen. Und für Gehörlose fehlt ein Gebärdendolmetscher. Und wie man mit Mobilitätseingeschränkte umgeht, haben wir am eigenen Leibe erfahren. Wir werden jedenfalls bedauerlicherweise jedem Behinderten davon abraten müssen, auch nur den Versuch zu unternehmen, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. Leider trifft das auch auf die überwiegende Zahl der Räumlichkeiten zu, in denen politische und gesellschaftliche Partizipation möglich sein müsste. Und da muss ich mich leider wieder mal auf die Artikel 29 und 30 der UN-Behindertenrechtskonvention beziehen, wo dies nicht als Empfehlung, sondern zwingend als Muss auch für die Kommunen festgelegt ist. In § 29 ist die politische Partizipation auch auf kommunaler Ebene konkret geregelt. Jetzt aber wirklich zum Schluss, Herr Knorr. Wie wollen Sie, wie will der VdK das in Mönchengladbach umsetzen? Umsetzen müssen das Politik und Verwaltung, und die befinden sich bereits im erheblichen zeitlichen Verzug. Wir wollen und werden das Ganze kritisch, aber konstruktiv begleiten. Dabei setzen wir auch auf das Inklusionsstärkungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei allen Macken, die der Gesetzentwurf bislang noch hat, gehen wir aber davon aus, dass dieses Gesetz uns eine wesentliche Hilfestellung bei der Durchsetzung von Ansprüchen für behinderte Menschen auf kommunaler Ebene leistet. Den Behindertenverbänden wird damit nicht nur wie bisher auch schon eine Klagemöglichkeit als sogenannte Feststellungsklage eingeräumt, in der das Gericht beispielsweise Mängel hinsichtlich Barriere feststellen kann. Nach dem zu erwartenden Gesetz können Behindertenverbände auch dann für das Abstellen solcher Mängel klagen, und dann werden wir weitersehen. Herr Sturm, haben Sie noch ein Schlusswort? Also abschließend ist zu sagen, dass allen dankgriffigen Ratsmitgliedern von mir einen herzlichen Dank auszusprechen ist. Denn die Aussage von Herrn Dr. Schlegelmilch, jeden Rollstuhl in den Ratssaal zu tragen, machte mich schon neugierig. Also können Politiker doch auf dem kleinen Dienstweg auf Worte, auf schweißtreibende Taten folgen lassen. Aber eigentlich verbinde ich Rathaussturm mit ganz anderen Inhalten. Frau Sturm, Herr Knorr, danke für das Gespräch.